Was ist mit diesem Kerl? Weißt du irgendwas über diesen Penner? Nicht sehr viel. Nur, dass er ein Olympiateilnehmer ist. Dass sie mit ihm mehr Spaß im Bett hat als je zuvor. Ich habe ihr vertraut. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Idiotisch, nicht wahr? Jetzt werde ich lernen müssen zu vergessen. Deswegen habe ich ihr Urlaub in Beirut gemacht, um sie zu vergessen. Um etwas Frieden zu finden. Es wird nicht einfach werden. Wo ich auch hinschaue, etwas erinnert mich immer an sie. Vielleicht passen Polizisten und Frauen einfach nicht zusammen. Was ist mit Nordberg? Ich bin sofort gekommen, als ich es hörte. Naja, er lebt, Frank. Sie halten ihn künstlich am Leben. Die Ärzte sagen, er hat eine 50-50 Überlebenschance. Das könnten allerdings auch nur 50% sein. Mrs. Nordberg, ich glaube, wir können den Arm Ihres Mannes retten. Wo möchten Sie ihn hingeschickt haben? Oh, Frank, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wilma, schön, dich zu sehen. Ich bin sofort gekommen, als ich es gehört habe. Ich danke dir, Frank. Gern geschehen. Wo ist Nordberg? Er liegt gleich da, Frank. Ah, richtig. Nordberg, ich bin's, Frank, dein Kumpel. Du musst den Stapper da unten am Bett einschlafen lassen. Nordberg, ich bin es, Frank. Wer hat dich so zugerichtet? I love you. Ich liebe dich auch, Nordberg. Wer ist es gewesen? Schiff, Boot. Sehr gut, Nordberg, ein Boot. Also, wenn es dir wieder besser geht, gehe ich sehr gern mit dir segeln auf einem Boot. Wir machen eine Kreuzfahrt, so wie letztes Jahr. Nein, Drogen. Hey, Schwester, geben Sie dem Mann ein paar Drogen. Können Sie nicht sehen, dass er Schmerzen hat? Geben Sie ihm eine Spritze, schnell. Nein, Heroin, Frank. Hör zu, Nordberg, das ist schwer zu beschaffen. Ich glaube, dafür wirst du mir schon ein paar Tage Zeit geben müssen. Oh, mein armer Nordberg. Er war ein so guter Mann, Frank. Er wollte niemandem etwas antun. Er tut mir so etwas Schreckliches. Tja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht eine Bande von Schlägern, ein mieser Erpresser, ein zorniger Ehemann, ein schwuler Liebhaber. Frank, reiß dich doch zusammen. Guter Polizist. Ohne jeden Grund hinterrücks niedergemacht von ein paar feigen, elenden Strolchen. So darf ein guter Mann nicht sterben. Da hast du recht, Ed. Ein Fallschirm, der sich nicht öffnet, das ist eine Art zu sterben. Unter die rasselnden Raupen eines Panzers zu geraten. Die Eier von einem Watussi abgebissen zu bekommen, so möchte ich mal sterben. Oh, Frank, das ist so grauenvoll. Mach dir keine Sorgen, Wilma. Das mit deinem Mann bringen wir in Ordnung. Du musst dir um nichts Gedanken machen. Denk einfach nur positiv. Lass nie einen Zweifel in deine Seele einsteigen. Er hat recht, Wilma. Warte aber bitte nicht bis zuletzt mit dem Ausfüllen des Organspendeformulars. Ich habe nur versucht zu sagen, Wilma, sobald es Nordberg besser geht, ist er bei der Spezialeinheit wieder willkommen. Es sei denn, er ist nur noch ein sabberner Lappen. Und ich schätze, sowas steht ja zu erwarten. Wilma, fällt dir irgendein Grund ein, warum Nordberg letzte Nacht am Hafen gewesen sein soll? Nein, aber ich habe das hier zu Hause gefunden, in einem Schubfach. Ein Foto? Ich liebe dich. Kommt aus Caracas. Ein panamaisches Schiff. Frank, als Nordberg sagte, ich liebe dich, da hat er dir den Namen des Schiffes genannt. Das sehe ich auch so. Jetzt. Wir sollten das lieber überprüfen. Ich möchte, dass sich jeder verfügbare Mann einschaltet. Ich kann niemanden entbehren, Frank. Du weißt, der Besuch von Königin Elizabeth steht kurz bevor. Ich bin auch schon so knapp mit Personal. Wilma, ich verspreche dir, welches Schwein das auch immer getan hat, kein Mann von unserer Truppe wird auch nur eine Minute ruhen, bis wir ihn hinter Gittern haben. Jetzt lass uns ein Häppchen essen gehen. Ja, komm, Wilma.